Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Die Fahrt von Torres del Rio nach Nájera beginnt wieder einmal mit Schattenspielen. Der Fußweg zwischen Torres und Viana ist nicht für Fahrräder geeignet und so nutze ich wieder mal den Eurovelo, der auch einige Downhills bereithält. Hinter Viana geht es dann auf Schotterwegen weiter. Nicht immer ganz ohne Hindernis. Wie soll das gehen? Da wollen die Fahrräder rüber. Ja, das Problem hat ein anderer auch schon. Also suchen wir uns hier wieder einen Weg. Aber was soll man machen? Da komme ich doch nicht rübergeschoben mit dem ganzen Gepäck. Verlassen wir Navarra und kommen in die Rioja. Vor uns liegt Locorio. Ah, jetzt geht's wieder runter. Kurz vor Locorio gelange ich eine Stempelstelle, gegründet von Doña Felisa. Nach ihrem Tod weiter betrieben von ihrer Tochter Maria. Heute treffe ich hier die Freundin der Enkeltochter der inzwischen ebenfalls verstorbenen Maria an. Hola, buenos días. Sí, por favor. Diese Bilder stammen aus dem Jahre 2013, als Maria noch mein Kredenzial stempelte. Logroño ist eine tolle Stadt, voller Tapas und Weinbars. Während vorheriger Besuche habe ich hier schon so einiges besichtigen können. Neben Kathedrale und diverse Kirchen ist hier das Gänsespiel von Interesse. Ein ins Pflaster integriertes Würfelspiel mit Motiven rund um den Jakobsweg. Heute halte ich mich nicht allzu lange in Logroño auf. Die Fahrt aus der Stadt hinaus erscheint allerdings endlos, aber wenigstens gibt es meistens Fahrradwege.
Kurz hinter dem See Pantano de la Grajera treffe ich auf die Stempelstelle von Marcelino. Auch er ist eine Jakobsweg-Ikone. Der Weg steigt erneut und führt hinauf zur Autobahn. Bei dieser hässlichen Autobahn hängen diese ganzen Kreuze. Ich hänge mal eine Muschel dazu. Farbenfroh. Weiter geht's. Oh, jetzt können wir den Bullen sehen. Vor mir liegt das schöne Navarrete, aber ich sehe auch zahlreiche Pilgerkollegen auf dem Weg. Dabei ist dieser Weg hier noch nicht mal richtig rappelvoll. Auch ist der Weg hier einigermaßen breit, aber ich zeige euch mal, wie das dann geht, wenn man die Pilgerkollegen von hinten überholen muss. Da muss man dann schon einigermaßen aufmerksam fahren. Ich mache eine kurze Pause am Dorfbrunnen und fahre weiter hinaus in die Weinfelder der Rioja, wo der Tempranillo wächst. Jetzt am Nachmittag wird es auch auf dem Weg ruhiger, denn die meisten Pilger haben bereits für heute Schluss gemacht. Auf dem Weg nach Ventosa findet sich am Weg eine kleine Kunstausstellung. So, jetzt ist wieder Schieben angesagt. Scheiße. Der Weg auf die Roldanhöhe ist für mich nicht machbar mit meinem bepackten Rad und ich muss mir schlussendlich eine Alternative suchen.
Nachara, mein Zielort für heute, liegt am Fuße der roten Felsen, über denen auch hier Geier kreisen. Auch meine heutige Unterkunft liegt direkt unterhalb der Felsen. Mein Zimmer ist recht geräumig und hat alles, was ich brauche. In einem Restaurant unten am Fluss bekomme ich einen Salat mit Thunfisch und es gibt Rabas, wohl die spanische Antwort auf Fish and Chips. Wie immer, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Seid gern wieder dabei bei der nächsten Etappe, auch wenn die etwas anstrengender wird. Und nicht den Daumen vergessen.